Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war heute beim DM und habe mir was gekauft. Und zwar, ja, ihr seht richtig, ich habe mir ernsthaft Bilou gekauft. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es jeder kauft. Und ich wollte es einfach mal probieren. Das ist jetzt eins von den neuen Sorten. Es gab jetzt nur das Pfirsich und das hier. Und ja, Pfirsich mag ich überhaupt nicht. Und ja, da gab es halt dann nicht mehr viel Auswahl, ne? Also nur Pfirsich und das hier. Also habe ich dann das genommen. Und ja, ich probiere das jetzt mal. Also ich habe schon mal dran gerochen. Einfach so. Also es riecht schon echt extrem. Also schon, ne? Ich stelle das jetzt mal hier so hin. Also ich probiere das jetzt mal. Also man soll schütteln ganz arg. Und ich probiere. Boah, Alter, das spritzt ja übel. Das ist jetzt bis dann übergespritzt, Alter. Okay. Also spritzen tut schon mal gut. Fühlt sich ein bisschen an wie Rasierschaum. Und. Boah, Leute, es riecht echt gut. Also, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also, das ist ja angeblich irgendwie Beere oder so. Also, ich weiß nicht, wie es riecht. Also, es riecht schon nach Beere, aber irgendwie nach so. Ich finde, es riecht leicht nach Energy Drink, finde ich jetzt. Also, wenn ich es beschreiben müsste, so ganz leicht nach Energy. Also, ich weiß es nicht, aber, also, riecht schon echt gut. Also, muss man schon sagen. Also, es ist, ja, es fühlt sich wie Rasierschaum an, finde ich. Ja. Nicht schlecht, also. Ich wasche das jetzt mal ab. Manche Duschsachen, wenn man dann danach das dann abgewaschen hat, dann riecht man es nicht mehr. Und ja, da ist es auch der Fall. Also ich finde, es riecht echt sehr geil, ne? Das muss man schon sagen. Das Design ist auch mega geil. Also wirklich. Es ist mega designt und also ich finde es richtig cool gemacht. Und ich finde, es riecht auch echt mega geil. Nur, wenn man es halt dann abwäscht und sich abgetrocknet hat, finde ich, riecht es nicht mehr so nach Beerenduft. Also ich finde, da riecht es eigentlich nach gar nichts. Aber so finde ich es echt richtig geil. Es ist auch richtig schwer, also es ist sehr viel drin. Deswegen, ja, ob ich es mir nochmal kaufen würde, eher nicht. Ich finde es ein bisschen teuer, 4 € fast. Für sowas ist es ein bisschen arg teuer. Also ich finde, normales Duschgel, ich mag halt natürlich auch nicht so Duschschäume. Also so Schaum mag ich generell nicht so. Aber ich wollte einfach mal probieren, wie es ist. Also der Duft ist mega gut. Dafür gibt es auf jeden Fall 5 Sterne. Für das Design gibt es 5 Sterne. Für die Füllmenge. Also 200 steht da. Also sehr schwer. Also Füllmenge finde ich auch 5 Sterne. Das Einzigste ist, dass es nach dem Abwaschen nicht mehr auf der Haut riecht. Finde ich jetzt. Aber sonst, der Duft ist auch 5 Sterne. Also eigentlich komplett alles 5 Sterne, außer halt das eine. Aber ansonsten echt top. Ich weiß ja auch nicht, wie die anderen Düfte riechen, aber ich finde es halt echt zu teuer. Also für einen Duschschaum, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist halt 4 €, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es hält. Also wenn es jetzt natürlich ein paar Monate hält, ne? Dann würde ich ja gar nichts sagen, ne? Aber ich weiß es nicht, wie lange es hält. Aber ich finde halt 4 € für Duschgel schon ein bisschen heftig. Also. Weil Duschgel gibt es auch schon für 1 € noch was oder so. Und finde ich jetzt, riecht auch viel besser. Ich habe das hier. Das ist
Das ist schon leer. Aber von Dusch das, das müsst ihr echt mal probieren. Das habe ich bei der Norma gekauft und das ist so richtig, also das riecht richtig fruchtig. Und das finde ich richtig gut. Das ist natürlich auch gut, aber wie gesagt, das ist halt nach einer Zeit ist der Duft dann wieder weg. Also es ist nichts. Also ich habe jetzt nochmal dran gerochen an meiner Hand. Also ich finde, es riecht jetzt nicht mehr danach so extrem. Und bei den anderen, was ich gerade eben gezeigt habe, da riecht man es richtig extrem. Also, aber auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Und ja, dann vielleicht mal schauen, ob ich es mir nochmal kaufe. Ja, das war es jetzt erstmal mit meinem Video. Es war jetzt ganz kurz nur, weil ich das mir gekauft habe und ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, dass ich es gekauft habe. Und ja, dann bis bald.